Reisige Pop hier mit einem neuen Video. Die meisten, die meine Videos kennen, werden auch den Rucksack hier schon gesehen haben. Das ist der V-Sport Raccoon 45. Den habe ich schon seit einer ganzen Weile. Da habe ich mir dann vor, weiß nicht, eineinhalb Jahren habe ich mir den gekauft und nutze den seitdem als Tourenrucksack. V-Sport selber ist ja eine polnische Firma, die unter anderem auch für die polnische Armee Rucksäcke herstellt. Und V-Sport bietet da ganz viele verschiedene Größen und Arten von Rucksäcken an. Und wie gesagt, ich habe mir dann irgendwann diesen 45 Liter Rucksack geholt. Viele Molle-Schlaufen, teilbar in zwei Hälften und diverse Gründe, die halt dafür sprachen. Auf den Rucksack gehe ich heute auch gar nicht näher ein. Da gibt es zig Reviews auf YouTube. Ja, und warum habe ich mir den damals geholt? Weil er mir gefallen hat vom Design her und weil ich halt das gut fand, dass man die Option hat, sich eben über das Molle-System Zusatztaschen und Dinge eben an dem Rucksack zu befestigen. Ja, wo ich heute hinaus will, ist, ich habe mir jetzt von Raccoon die extra originalen Seitentaschen bestellt, habe mir die gekauft. Das sind 9 Liter Taschen, habe ich jetzt schon eine hier dran und die kann man dann eben rechts und links am Rucksack fixieren. Und dadurch, dass sie halt von V-Sport direkt sind, sind sie von der Größe halt perfekt auf den Rucksack abgestimmt. Die gibt es nochmal eine Nummer kleiner. Und die kann man hier eben mit Molle dran machen und erweitern meinen Rucksack eben nochmal um 18 Liter, dann eben auf 63 Liter. Zwar habe ich mir die im Adventure Store LU gekauft, das ist der Shop vom Jerome, ziemlich cooler Outdoor-Laden. Und das Schöne ist halt, die gibt es auch in denselben Farben wie den Rucksack. Also den Rucksack gibt es ja in 6-8 Farben, glaube ich. Und genauso ist es halt eben auch mit den Seitentaschen, die kann man dann eben passend zum Rucksack dazu kaufen. Auf der einen Seite ist die Tasche ja schon dran und jetzt nehmen wir einfach die zweite Tasche und basteln die nochmal hier an den Rucksack dran. Einfach um euch zu zeigen, wie schnell das oder wie einfach das oder relativ einfach das geht. Ist ein bisschen gefummelt. Ich habe den Rucksack jetzt einfach, um es besser zeigen zu können, ein bisschen ausgestopft. Macht die Anbringung der Tasche ein bisschen schwieriger, aber eigentlich geht es ganz gut. Die Rückseite, wie gesagt, hat hier auch Molle. Schlaufen. Grundsätzlich kann ich dann auch wieder an dieser Tasche wieder Kleinkram anbringen, wenn ich irgendwas fixieren will oder so. Also die Molle-Schlaufen hier an der Seite gehen mir nicht verloren, die werden dann hier an dieser Tasche dann letztendlich weitergeführt. Hier hinten haben wir zwei lange Schlaufen, am Ende sind die Schlaufen zu so einem dicken Stück zusammen vernäht, also so einfach gedoppelt. Und dann führe ich die einfach von ganz oben begonnen, einmal ins äußerste Rechte. Und hier auf der anderen Seite eben ganz links in die äußerste oberste Schlaufe ein. Ja, und ziehe mir das einfach schon mal so ein bisschen in Position, da muss dann nachher auch bleiben. Hier oben hat es noch den Kompressionsgurt, den mache ich jetzt einfach mal zu. Da gehen wir jetzt einfach oben drüber. So, jetzt ist es ja so, das ist ja keine einfache Fixierung, sondern es nennt sich ja Molle-Webbing oder auch Molle-Webbing. Das heißt, man flechtet jetzt diesen Gurt durch die Tasche und den Rucksack hindurch. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Riemen wieder durch die nächste Schlaufe an der Tasche selber. Auch wieder auf beiden Seiten. Und ziehen uns das wieder hier schön runter. Dadurch, dass die Tasche schön weich ist, lässt sich das eigentlich ganz gut machen. Jetzt nehmen wir die nächste Schlaufe am Rucksack. Fädeln das hier wieder durch. Und somit bekommen wir halt eine richtig stabile Fixierung der Tasche am Rucksack. Jetzt nehmen wir wieder die nächste Schlaufe an der Tasche. Fäden das hier durch. Gehen wieder am Rucksack entlang. Und das machen wir jetzt einfach, bis uns dann irgendwann Gurt und Schlaufen ausgehen. Jetzt kommt hier noch eine am Rucksack. Wieder auf beiden Seiten. Jetzt haben wir hier ein Stück, wo keine Molle-Schlaufen sind, weil hier auch wieder der Kompressionsriemen ist. Diesen lassen wir jetzt offen, den können wir nachher noch um die Tasche herumführen. Dieses letzte Stück Band führen wir jetzt durch die unterste letzte Schlaufe durch. So. Dann sind wir eigentlich schon ganz unten. Jetzt müssen wir irgendwie noch gucken, wie wir das mit diesem Restmaterial hier machen. Und da habe ich mir jetzt überlegt, das können wir jetzt entweder einfach so rumwanseln lassen oder wir flechten das auch wieder hier durch die Tasche durch. Aber am besten ist es, habe ich gemerkt, wenn man praktisch
nochmal durch die letzte Schlaufe durchgeht. Aber jetzt, wir überspringen jetzt eine. Hier unten an der Ecke ist es ein bisschen enger. Da ist einfach ein bisschen die Tasche so ein bisschen schräg. Muss man so ein bisschen durchfummeln. So, jetzt wäre es ja eigentlich schon relativ gut fixiert. Jetzt könnte man das eben wieder hier unten durch die Dinger durchführen. So, da sind ja an der Seite auch nochmal Schlaufen. Dann wäre das eigentlich auch ganz gut. Nur jetzt kommt man halt nicht mehr so ganz so gut hier an die Tasche ran. Deswegen finde ich das nicht so gut. Das Einfachere ist, wenn wir jetzt einfach wieder rückwärts gehen. Das ist ein bisschen schwer zu zeigen aus dieser Perspektive. Wir sind ja einmal hier rum, jetzt gehen wir wieder über die Schlaufe drüber und unter der Schlaufe am Rucksack durch. Dann kommt man hier praktisch wieder raus und stecken das einfach hier unten rein. Und dann ist das Gurtband auch letztendlich aufgebraucht und die Tasche fixiert. Also da passiert jetzt überhaupt nichts. Das hält bombenfest. Dadurch, dass das jetzt ein bisschen dicker ist, rutscht das Material auch nicht durch. Und man kommt hier auch immer noch ganz gut an die Seitentasche ran. So haben wir jetzt in Kürze unseren Rucksack auf beiden Seiten eben um 9 Liter erweitert. Und um einfach mal zu zeigen, wie groß die Taschen auch wirklich sind. Also ich kann da meinen kompletten Unterarm verschwinden lassen. Oder als Demonstration zum Beispiel jetzt mein Divi Hemoctab. Ja, passt hier locker rein. Da könnte ich jetzt locker noch anderen Kleinkram wie Säge, Messer oder sonst irgendwas dazu stecken. Hier oben hat es dann auch wieder so eine Schlaufe, die man zuziehen kann mit so einem Bändel. Und auch von oben eine Klappe, die Tasche verschließt. Und hier an der Seite ist dann auch nochmal so ein Zurgurt, mit dem kann man dann eben den Deckel auch fixieren. So. Jetzt haben wir ja unten drunter die Kompressionsgurte gehabt. Lassen wir jetzt einfach locker, wie sie sind, da runterhängen. Und auf der Unterseite können wir jetzt den Kompressionsgurt einfach um die Tasche herum machen und fixieren. Somit kann man dann trotzdem noch die Kompressionsgurte nutzen und den Rucksack dann komprimieren. Auf der anderen Seite ist auch die Tasche angebracht. Da passt zum Beispiel noch von der Größe her locker mein Amazonas Hängematten- und Tarp-Setup. Da würde jetzt auch noch das Rope dazu reinpassen, also die Hängemattenaufhängung. Habe ich halt vor kurzem erst vorgestellt. So. Und auch hier ist jetzt noch locker Platz, da könnte ich noch Zusatzschnüre, was weiß ich, ein T-Shirt, extra Socken oder sonst irgendwas, könnte ich da jetzt noch reinpacken. Und das Coole ist halt, ich habe das jetzt quasi nicht im Rucksack, müsste jetzt praktisch dann nachher, wenn ich ans Lager komme, nicht extra im Rucksack rumsuchen, sondern habe sofort mein Setup für mein Camp bereit. Sofort Zugriff drauf und kann sofort loslegen. Hier oben habe ich jetzt die Kompressionsriemen mal oben drüber geführt, dass man es nochmal sieht. Wenn die Tasche jetzt voll wäre, könnte man es hier oben nehmen. Ich werde aber in Zukunft jetzt trotzdem noch unten durchführen, dass es hier oben jetzt so rumbaumelt. Ja. Jetzt habe ich nach wie vor immer noch Platz. Jetzt, wenn ich wollte, könnte ich sogar noch die Trinkflaschentasche einfach hier hinten noch dran machen. Und das ist halt das Schöne am Molle-System, dass es so flexibel ist und so erweiterbar und jederzeit auch wieder abzunehmen. Und somit die Größe des Rucksacks jederzeit variieren kann. Ja, das ist eine ziemlich coole Sache. Also die Seitentaschen passen natürlich nicht nur hier jetzt an den Raccoon. Von der Größe passen die natürlich an viele verschiedene andere Rucksäcke, die eben Molle-System haben. Und dadurch, dass die Seitentaschen eben nicht nur in diesem RAL 7013 jetzt zum Beispiel verfügbar sind, sondern auch in Olive, in Flecktarn, in Schwarz und so weiter und so fort, passen die natürlich auch zu anderen Rucksäcken. Und wenn ihr da eben die erweitern wollt, könnt ihr die wunderbar dazu kaufen. Wie gesagt, habe ich die Taschen ja im Adventure Store LU gekauft, habe davor ein bisschen mit dem Jerome geschrieben gehabt, der Besitzer vom Shop, für den restlichen Oktober jetzt dieses Jahr 2017. Wenn ihr online bei ihm im Shop von V-Sport irgendwelche Produkte kauft, es gibt dann noch diverse andere Rucksäcke und Zusatztaschen, bekommt ihr 5% Rabatt den restlichen Monat Oktober. Also geht da einfach mal auf den Shop, guckt mal, ob ihr was findet für euch. Und dann beim Online-Auschecken könnt ihr dann bei Rabattcode oder bei Geschenkcode könnt ihr dann einfach das Passwort Siki oder Codewort Siki eingeben. Und dann bekommt ihr 5% den restlichen Oktober lang auf alle V-Sport-Produkte. Vielen Dank, Jerome, dafür. Ja, euch allen sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin jetzt richtig zufrieden, habe jetzt ein bisschen mehr Platz und kann, wenn ich meinen Rucksack für die nächste Tour packe, einfach ein bisschen flexibler sein und muss mich nicht da ein bisschen einschränken. Danke fürs Reinschauen, haltet die Ohren steif, bis dann, ciao.